Wir haben dieses Jahr bei Kosmos auch das Jahr der kooperativen Spiele, weil ich weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ganz viele Spiele, die wir vorgestellt haben, sind kooperativ. Das ist dir aufgefallen? Finde ich gut. Ein großes kooperatives Spiel ist von euch, Cities Skylines, was ich mir sagen habe lassen müssen, weil ich kannte es nicht, basierend auf einem App ist, auf einer Computerspiel-App. Richtig, aber du kennst SimCity. Natürlich, das kenne ich, so wird es mir dann auch immer erklärt. Cities Skylines ist im Prinzip der Nachfolger von SimCity, kann man so sagen. Von daher, also ja, es kommt aus dem Computerspielbereich und viele von euch kennen das aus den 80er, 90er Jahren, SimCity, das ist bis zur Vergasung gespielt, ich selber auch. Ja, definitiv. Und selber eine Stadt aufbauen, darum wird es auch in diesem Spiel im Prinzip aufs Brett geholt. Mit allen Herausforderungen, die sich daraus ergeben. Ja, wir spielen kooperativ zusammen, wie du schon so schön gesagt hattest. Wir haben hier eine Verwaltungsleiste. Diese Verwaltungsleiste brauchen wir, um unsere Stadt zu gucken, läuft das eigentlich ganz gut? Ziel des Spiels ist es nämlich, eine möglichst zufriedene Bevölkerung zu bekommen. Ja, dafür haben wir diesen Zufriedenheitsanteil im Spiel. Wir haben aber auch verschiedene Faktoren, die diese Zufriedenheit letztendlich wieder beeinflussen. Weil zum Beispiel Bewohner von unserer Stadt mögen es überhaupt nicht, wenn die Kriminalität nach oben geht oder der Stau. Ja, also von wegen hier Kriminalität oder Verkehr oder Umweltschutz ist da nicht so doll. Es gibt natürlich auch den Bereich des Mülls, dann den Bereich der Wasserversorgung und Bereich der Elektrizität. Und nicht zu vergessen, die arbeitende Bevölkerung. Entweder wir haben zu viele Leute, die Arbeit suchen oder zu wenig oder was auch immer. Auch das beeinflusst letztendlich auch dieses Spiel. Also Ziel des Spiels ist es, eine möglichst zufriedene Bevölkerung zu bekommen. Wir müssen erstmal das Spiel starten. Wir fangen hier an mit 12 Geld. Und wir müssen natürlich erstmal einen Bereich in unserer Stadt herrichten, also Erschließungskosten zahlen, damit wir überhaupt da bauen können. Und Erschließungskosten gibt es ganz verschieden. Das ist auch das Schöne in dem Spiel. Ich kann das sehr viel variieren. Es gibt nämlich insgesamt 6 von diesen Spielplänen im Spiel. Und ich kann, wie gesagt, ganz verschiedene aussuchen. Von relativ kostengünstig mit 2 Geld bis ganz schön teuer, 5 Geld, kann ich mich jetzt entscheiden als Gruppe, was machen wir, welchen Bereich decken wir auf. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Bereich, decke den auf. Dann müssen wir aus der Staatskasse natürlich das Geld zahlen. Genau, wir müssen natürlich diese 4 Geld auch zahlen. 1, 2, 3, 4 sind schon mal weg. Das ist schon eine ganze Menge, die weg ist. Und dann haben wir da 3 Stadtteilbereiche, auf denen wir jetzt bauen können. Denn die Stadtteilbereiche werden von Straßen abgeschnitten. Das heißt, ich habe hier insgesamt 3 verschiedene Bereiche. Wenn ich später nochmal wieder was umdrehe, kann es sein, dass verschiedene Bereiche auch zusammenwachsen. Also wir haben jetzt hier nicht 2 verschiedene, sondern das wird nachher ein Bereich sein. Aber da wollen wir noch gar nicht hin. Damit fangen wir also an. Wir haben erstmal die Erschließungskosten bezahlt und müssen jetzt versuchen, da Gebäude reinzubauen. Da gibt es 3 verschiedene, nämlich einmal Wohngebäude, dann gibt es hier noch Industrieanlagen und es gibt Gewerbegebäude und als 4. noch dazu gibt es Sondergebäude, wie zum Beispiel Feuerwehr, Polizei oder ähnliches. So, was machen wir, wenn wir dran sind? Wir haben eine Auslage von einer bestimmten Anzahl von Karten vor uns liegen. Das Spiel wird also über Karten gesteuert und wir dürfen uns jederzeit untereinander unterhalten. Man kann es theoretisch auch offen spielen, würde ich in der ersten Partie auch empfehlen, damit jeder sieht, was kann er so eigentlich so tun. Da muss man nicht ganz so viel reden, sondern man kann einfach sehen, was der andere machen kann. Und ich muss mir eine von diesen 4 Karten aussuchen, wenn ich dran bin. Also wenn ich dran bin, habe ich entweder die Möglichkeit, eine von diesen 4 Baukarten zu spielen oder ich könnte sagen, okay, diese Baukarte kann ich überhaupt nicht gebrauchen, die tue ich weg und nehme mir dafür hier eine neue. Da kann ich entweder aus dem 1er-Bereich nehmen, da sind die Gebäude nicht ganz so stark, 2er- und 3er-Bereich, da werden sie schon ein bisschen kniffliger, haben von den Auswirkungen auch viel mehr entsprechend zu tun. Das heißt, ich könnte mehr Geld verdienen, aber es gibt nicht nur positive Auswirkungen in dem Spiel, sondern jede Karte hat eine positive und eine negative Auswirkung im Spiel. Zum Beispiel, ich möchte ein Wohngebäude bauen. Dann ist es in diesem Fall so, dass ich erstmal einen Typen mehr zur arbeitenden Bevölkerung zupacke. Die Kriminalitätsrate steigert sich schon mal, der Verkehr steigert sich schon mal, das ist nicht so toll. Alles, was im roten Bereich nachher reinläuft, ist immer negativ. Aber vielleicht, wenn ich da schon dieses Gebäude drin habe, dann weiter kriege ich eine Zufriedenheit dazu, je nachdem. Denn die Sachen, die hier unten drunter sind, das sind immer Sachen, die kriege ich nur dann, wenn ich auch die Bedingungen dafür erfüllt habe. Zum Beispiel hier in diesem Fall habe ich eine Busstation schon gebaut, kriege ich 3 Geld. Habe ich diese Busstation gar nicht, verfällt das hier unten einfach. Also ich muss mich untereinander abstimmen, hey, wer kann erstmal eine Busstation bauen, damit wir dann nachher auch das Geld kassieren. Denn es macht wenig Sinn, die Industrie zu bauen, bevor wir nicht eine Busstation haben. Denn dann verfällt es einfach, ich kriege das auch nicht später nach. Ja, das ist dann entsprechend weg. Und Geld ist exzessiv wichtig in dem Spiel? Definitiv.
weil nur so kommen wir nachher auch weiter. Das heißt, wir können diese Bereiche dann entsprechend mit den Erschließungskosten nur weiterbauen oder wir müssen teilweise auch Geld abgeben, wie hier zum Beispiel. Also Grundschule kostet uns Geld. Ich nehme mir die Grundschule, baue die dann entsprechend hier hin. Ich baue zum Beispiel einfach mal so ein Wohngebäude hier hin, das wird da hingepackt. Ich kann später auch Industrieanlagen bauen. Das sollte ich aber immer nicht willkürlich machen, denn es gibt Karten, zum Beispiel dies hier. Wenn ich da eine bestimmte Karte dran baue, dann kriege ich nachher dafür Geld oder die Zufriedenheit wird sich erhöhen. Ja, das heißt, es gibt so Bedingungen, die sich untereinander entsprechend, ja, also Bedingungen in dem Spiel, wo ich erstmal ein Gebäude bauen muss und andere wieder dran bauen muss. Vor allem in dem ersten Bereich ist es so, hier in den Karten, die aus dem benachbart sein müssen. Dass sie benachbart sein müssen. Das heißt, ich kann das nicht irgendwo hier an den Rand packen, das wäre doof, weil dann kann ich ja wenig andere Karten da dran bauen. Ich muss es eher ein bisschen mehr in die Mitte bauen. Ich muss mir also schon überlegen, welche Gebäude ich wo hinsetze, damit ich nachher was davon habe. Aus dem 2er- und 3er-Bereich ist es nachher egal. Da muss ich nicht benachbart bauen, da muss es nur im gleichen Spielfeld drin sein. Da sind es aber teilweise halt größer oder unförmiger. Man muss auch ein bisschen gucken. Also alle Grünen sind unterschiedlich geformt. Ja. Das heißt, entscheide ich mich, ob ich erst kleine baue oder erst größere, hat Vor- oder Nachteile. Genau. Letztendlich ist das Spiel gesteuert dadurch, dass ich sogenannte Meilensteine erreiche. Sobald ich in jedem Stadtteilbereich mindestens ein Gebäude drin habe, kann ich einen Meilenstein erreichen. Das ist die zweite Möglichkeit, die ich dann entsprechend im Spiel auch habe. Das ist die dritte, ich hatte ja schon zwei genannt. Einmal, ich kann eine Baukarte spielen. Zweitens, ich kann eine Baukarte austauschen, muss dafür zwei Geld ausgeben. Das ist schon relativ teuer, das sollte man sich echt überlegen, ob man das macht. Oder ich kann einen Meilenstein beenden, das bedeutet, ich mache eine Wertung. Das geht erst, wenn ich in jedem Stadtteilbereich ein Gebäude gebaut habe. Und werde ich wahrscheinlich auch nicht sofort tun. Das kann ich immer frei entscheiden, wann ich das mache. Das hängt vor allem halt an den Leisten ab, weil die werden dann abgearbeitet. Genau, das, so ist es. Sobald nämlich was hier im negativen Bereich drin liegt, ja, kriege ich in der Zufriedenheitsskala dafür Minuspunkte. Wenn ich also den Meilenstein jetzt entsprechend abfrühstücke, dann würde ich hier nochmal 3 Minuspunkte machen. Das sollte ich vielleicht vermeiden. Das heißt, ich sollte versuchen, erstmal die Elektrizität wieder nach oben zu gehen, also ein Elektrizitätswerk oder ein Windkraftwerk oder was auch immer zu bauen, damit wir da wieder in diesen grünen Bereich oder in den Nullerbereich kommen, damit die Zufriedenheit auch da bleibt, wo sie gerade ist. Es bringt nichts, hier meilen weiter darüber hinaus zu gehen. Ja? Davon kriegen wir keine Zufriedenheit zusätzlich, aber ich habe natürlich später wieder die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen. Dieser untere Bereich wird erst nach dem dritten Meilenstein, also wenn alles aufgedeckt worden ist und entsprechend ich den dritten Meilenstein beende, wird erst das ganz zum Schluss ausgewertet. Das wird also nicht bei den ersten Wertungen zu Trage kommen, sondern erst ganz zum Schluss. Da muss ich dafür sorgen, dass das möglichst bei der Null ist, weil jeder Bereich bringt mir wieder Minuspunkte. Wenn ich einen Meilenstein ausgelöst habe, gucken wir halt, wie viele Punkte machen wir und das wird dann entsprechend hier auf dieser Wertungstafel umgesetzt. Da gucken wir, okay, wir haben jetzt 8 Punkte gemacht, das ist nicht wirklich viel und setzen den auf die 8 hoch. Und beginnen einen neuen Meilenstein, also müssen ein neues Gebiet erschließen. Ja, dafür müssen wir jetzt natürlich noch Geld übrig haben, wenn wir das nicht haben, ist das eher schlecht. Das muss man alles koordinieren. Dann hätten wir quasi schon verloren. Ja. Ja, man kann auch das Spiel frühzeitig verlieren, wenn man nämlich einfach keine Kohle mehr hat, da nicht drauf geachtet hat. Da sollte man die ganze Zeit darauf achten, dass man auch genug Geld entsprechend wieder in die Kasse reinspült. Die Stadtkasse sollte also gefüllt sein, sodass ich dann in den nächsten Bereich wieder hineingehen kann. Also auch die unteren drei Leisten müssen wir unbedingt im Blickwinkel haben, was Fahrzeug und Kriminalität geht. Wir haben es in der Erstpartie mit dem Handmuster gespielt, waren sofort raus, weil wir da überhaupt nicht drauf geachtet haben. Ne? Weil wir dachten, ach, am Ende des Spiels. Dann zieht aber keiner mehr zu euch ein und dann habt ihr ein Geldproblem. Das heißt, ihr müsst tatsächlich euch relativ viele absprechen. Was aber auch gut ist, dass man beim kooperativen Spiel erstmal verliert, weil das zeigt einem ja, man muss sich anstrengen. Genau, so einfach ist es nämlich nicht. Es gibt dann auch entsprechend eine Skala. Auf diese Skala gucke ich dann in der Spielanleitung. Ja, die haben wir jetzt da hinten. Machen wir sie einmal entsprechend da. Und je nachdem, wie gut ich das gemacht habe, habe ich entweder eine ganz tolle Stadt gebaut oder hier die Erfolgstabelle, da ist sie. Wenn ich im Nuller oder Bereich oder darunter bin, ja, dann ist meine Stadt leider ausgestorben, schade. Oder ich habe eine Weltmetropole gebaut, das ist aber auch ganz schön schwer zu erreichen. Und auch bei diesem Spiel hat sich durchgesetzt, wie bei vielen kooperativen Spielen. Es gibt verschiedene Module, die ich reinbringen kann. Ja. Ich kann noch mit Gesetzen spielen, ich kann noch mit... Wir haben insgesamt 4 Module dabei. Ja. Ich kann auch sogenannte Großgebäude... Genau, also Stadion und sowas. Stadion und sowas, genau. Also insgesamt 4 Module sind in dem Spiel auch noch gleich enthalten. Wie gesagt, 6 Spielpläne, die ich auch ganz verschieden aussuchen kann. Ich kann bestimmte Module nur spielen, ich kann alles miteinander kombinieren. Also auch hier, die Variabilität ist riesig. Und ich kann es tatsächlich immer wieder ausprobieren. Das ist City Skylines, das Brettspiel passend zum Computerspiel. Jo, viel Spaß dabei.